Interessant. Ich weiß nur nicht, was genau das jetzt bedeutet, weil ich der Sprache des Verrücktseins nicht bewandert bin. Oh, die Tür ist kaputt. Oh, hier ist ein Aufnahmestudio, oder wie das aussieht anscheinend. Komme ich da rein? Hier rüber bestimmt. Was ist hier? War ich hier schon? Ach guck mal, hier ist ein Notenständer. Und ein Vorkriegsbuch. Bestimmt irgendwie so die 1000 schönsten Lieder. Keine Ahnung. Und noch mehr Notenständer. Ach Gott. Teilküste, Abraxe, Putzmittel. Nee, ich will die jetzt nicht sauber machen. Jetzt muss doch hier... Ach, ich habe die Tür vergessen. Okay. Guck mal hier. Scheint der Aufführungsraum zu sein oder irgendwie so. Aber das ist nur für Violinisten, weil die sitzen. Oder Blasinstrument. Leute. Ich mach mal die Markierung weg. So, bla 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 bla. Ich nicht. Da bin ich jetzt mal reingegangen. Jetzt kann ich hier reingehen. Mein Licht ist immer noch an, okay. Da gehe ich gleich runter. Ich sehe das dann. Ach so, hier kam ich bestimmt her. Ich wüsste gerne, was das für ein Gegner ist. Majalok, König. 1, 2, 3, 4. Okay. Majalok, König. Meine Güte, das ist aber mit dem Fleisch, das finde ich toll. Oh, 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 nicht alleine gehen, nicht alleine gehen. Ach komm. Die Dinger sind irgendwie nicht so... Die wirken nicht so, als wären sie gefährlich. Ja, süß oder so, keine Ahnung. Oh, die sind so langsam. Ganz anders wie die Meyerwerks. Ich bin froh, dass das... Ich auch. Was ist hier? Nikola Tesla und sie. Da. Okay, und wieder ein Dokument. Okay. Das scheint sich nicht so gut an zu sein. Aufnahmestudio öffnen. Oh. Walt interne Post. An Technikerpersonal von Parker Livingstein. Livingstein ist ja nämlich auch in irgendwas. Oder erinnert mich das nur an einen Rockmusiker? Ich weiß es nicht. Hey Jungs, bin mir nicht sicher, ob ein offizielles Promenade-Ticket gerechtfertigt ist, aber ich habe da auf meiner Soundanlage eine seltsame Tonhöhenüberlagerung bemerkt. Es ist fast wie ein anderes Signal, das vielleicht aus dem Vault-Sprechanlagennetz oder den Kommunikationsgeräten sickert oder sich und sich über alle Aufzeichnungen legt. Das ist kaum bemerkbar, ich kann es definitiv auf meinem Oszilloskop sehen. Aber haben wir auf Ebene C irgendwelche Querverdrahtungsprobleme oder fehlerhafte Kabelisolierung? An Hilda, oh, unsere Hilda. Engelbrecht von Parker Livingstein zu dir, Leiter. Ich wollte diese Gelegenheit nutzen, Ihnen zu Ihrer grandiosen Aufnahmesitzung heute Nachmittag eine Vault-interne Nachricht zu senden. Der Sound, den Sie Ihrer Stradivari entlocken, ist ohne Einschränkung das unvergesslichste und herrlichste, was ich jemals gehört habe. Können wir uns heute morgen Abend vielleicht treffen und diesbezüglich im intimeren Rahmen austauschen? Ja. Oh, nochmal ein Hilda. Hi Hildi, ich wollte dir nur eine kurze Nachricht schicken. Unsere gemeinsame Sitzung war gestern wunderbar. Ich bin froh, dass sich die Studiotüren schließen lassen, sonst hätten sich deine steifen Musikkollegen vielleicht über unsere innige Zusammenarbeit pikiert. Vergiss heute Abend nicht dein erlesenes Instrument und natürlich auch deine Violine mitzubringen.
Ich habe da eine Idee, was wir mit dem Bogen anfangen könnten. Eine neue Methode, die ich schon immer mal ausbilden wollte. Uah. Also, naja. Ja. Mitten. Na, warum? Nee, das war falsch. Ich will ja weiter runter. Wer will ich hier hin? Ich will hier hin. Shit. Ah. Was ist hier? Hier ist ein Safe. Nochmal das Ganze. Nein. Ah, da. Zivilisator, Kronkorken, Vorkriegsgeld, alles hier dabei. Munitionskiste, Rakete. Ach komm, ist wertvoll. Schrotplatone brauche ich. Psycho und Stealth Boy auch. So, ja, das war's. Okay. Wie komme ich jetzt wieder runter? Ein Vorkriegsbuch. Ein Kühlschrank. Ein Verkaufsautomat. Die Jukebox. Da läuft bestimmt keine Studiomusik mehr. Nicht, dass ich auch noch verrückt werde von diesem Rauschen, was wofür war dieser Niedrigfrequenz, bla. Da. Ja. Safe leicht. Okay, Männer da, okay. Was ist hier so? Oh, oh. Oh, da ist sie, die Svol Stradivarius. Wunderbar. Jetzt möchte ich erstmal das ganze Ding hier noch ein bisschen weiter erkunden. Hier war ich ja schon. Okay, dann kann man, da ist eine Aufnahme, da ist ein Tresor, hier ist... Achso, das Stockwerk habe ich dann vollkommen. Okay. Okay, da ist das Atrium. Da war ich, glaube ich, noch nicht. Classroom. Weiß ich noch nicht, ob ich hier war. Nein, okay, da war ich auch schon alles. Das war die kaputte Tür und da geht's runter, oder? Oder hoch oder im Kreis nur? Ich weiß es noch nicht genau. Wie kamen wir her? Okay, dann will ich da zum Atrium. Nee, nicht hier. Hier. Oh, Gegner wieder. Oh. Ja. Meine Güte. Der nimmt mir auch alles weg manchmal. Ich will erst in diesen Raum. Spinnt? Nein. Okay. Metalllöffel, okay, brauche ich alles nicht. Was ist hier drin? Hier ist gar nichts. Okay. Ja, da wollte ich auch hin. Na, komm schon. Was ist da? Meine Güte. Der trifft auch alles. Egal welche Entfernung. Oh. Abgeschlossen. Naja, ist eh nicht so wichtig. Schade. Das Schloss wurde beschädigt. Da war eh nichts Wichtiges drin bestimmt. Büro des Aufsehers. Ach so, ja. Das ist auch interessant, dann kann man ja jetzt herausfinden, was hier los war. So. Erstmal die Tür. Was ist hier? Ein paar Truhen. Aber nichts Besonderes. Das ist wohl sein persönlicher Schlafsaal. Hier ist auch. Und noch ein Professor Zeugs auf. Anscheinend verfallen 33% der Subjekte ab und zu
Wir sind uns recht sicher, dass die Objekte in diesem Zustand beeinflusst und programmiert werden können. Wir haben die Kräfte übernommen, indem wir subtile Schlüsselreize in Objekte implantiert haben, die ihr Ohr kratzen oder ihr Haar kratzen. Bisher bin ich in der glücklichen Lage, eine hundertprozentige Erfolgsquote bei dieser Implantierungsmethode zu vermelden. Ja, ist doch gut. Achso, Surfball. Deckung. Oh, noch eins. Aus dem Munde ihres Präsidenten. Aha. Munitionskiste, okay, brauche ich, okay. Und Witchel Weapons. Ja, ich bin ja auch sehr erfasst. Gemäß den Weisungen für die Senderausrüstung wird das weiße Rauschen von den Soundkabinen umgeleitet und direkt an die gesamte Lautsprecheranlage der Wolf angebunden. Ich muss nur Walltech Heimplan Frisk. Weißes Rauschen hin, Suggestivkampfversuche durchführen. Ich habe drei Helfer aus Professor Maleus Team und hoffe, bald konkrete Ergebnisse vorlegen zu können. Die Techniker haben es so arrangiert, dass WR sowohl vom Kontrollzentrum als auch von den lokalen Sicherheitskonsolen ausgelöst werden kann. Das Kennwort für die Konsolen lautet UI, blablabla. Das blabla, die blabla Ergebnisse übersteigen wirklich jegliche Erwartungen. Die schiere Kraft und Ausdauer der mit kampfsuggestiv-Implantaten versehenen Testperson ist unglaublich. Man stellt sich eine ganze Armee von Leuten vor, die niemals einen direkten Befehl des Oberkommandos missachten und sich erst nach über 20 Kugeln kampfunfähig sind. Boah. Maleus sagt, weh, bla bla, ist ein Fehlschlag. Es hat also einige Todesfälle gegeben. Ein Schritt zurück, zwei nach vorn. Es ist einfach das, was alle in der Vault Wahnsinn nennen, zu unterdrücken. Also es ist einfach das, was alle in der Vault Wahnsinn nennen, zu unterdrücken. Ich habe ihre Suggestivplantaten einem Befehlswort hinzugefügt. Man braucht nur Geistesgesundheit, ist nicht statistisch zu sagen, und sie bleiben auf der Stelle stehen. Ich habe die Wachen davon in Kenntnis gesetzt, ihnen aber gesagt, dass sie das Kampfwort nur außer Hörreichweite anderer einsetzen sollen. Das Kennwort wirkt nicht mehr gegen die Irrsinnigkeiten. Ich habe keine Ahnung, was zum Teufel passiert ist, aber ich verliere hier die Kontrolle. Wenn wir aber der Lage nicht schnellstens Herr werden, haben wir eine gewaltige Revolte am Hals. Valerius stachelt den Rest der Vault zum Handeln an. Leider habe ich in Anbetracht der Macht, die wir seitens der Vault Tech Corporation verliehen wurde, keine andere Wahl, als ihn töten zu lassen. Was für ein Verlust.